Hähne zu kommen. Wir gehen in die wöchentliche Luna-Instanz rein. Ihr werdet gleich wissen, was ich meine, falls ihr es nicht wisst. Aber erstmal ist es wichtig, dass ihr bei NPC Ellie, das ist die, die immer rumfliegt, jegliche Quest angenommen habt. So, mal allgemein gesagt, ihr kriegt nämlich aus dieser wöchentlichen, und ja, ihr müsst auf den Rosa Halbmond gehen, auf Tagrakis Adventure und dann auf die obere von beiden Instanzen, das ist die Mechanerk-Waffenfabrik, was auch häufig als Luna Weekly benannt wird. Wenn ihr da reingeht, ist am Ende dort eine Kiste. Und wenn ihr 7 Mal hier reingegangen seid, also das 7 Wochen lang gemacht habt, dann kriegt ihr aus dieser Kiste ein Stigma-Verzauberungsstein. Ich habe auch den Schlüssel dafür dabei. Wichtig dafür ist, ihr müsst nur reingehen. Ihr könnt es auch mit euren Twinks machen, weil wir jetzt 12 Chars pro Server haben können, mit Goldpaket. Bedeutet das, dass ihr fast jede halbe Woche dann im Durchschnitt einen Verzauberungsstein kriegt für eure Stigmen. Und die benötigt ihr. Wir sind nur, wenn wir hier auch nochmal gute Belohnung raus haben wollen und nicht nur das, sind wir auch ein bisschen dazu angehalten, einen S-Run zu machen, wofür wir hier aktiv spielen müssen. Dementsprechend werden wir das auch machen. Zusätzlich könnt ihr halt ganz normal aus diesen Luna-Sachen von Zeit zu Zeit hier eine China-Box herstellen für diese Mats, die es auch hier rausgibt. Und diese China-Box ist nun mal eine zusätzliche China-Quelle, solltet ihr immer mit bedenken. Das heißt, so etwas wie die wöchentliche Luna einfach machen. Kann man auch AFK machen. Gut, dann kriegt man kein Luna Blessing. Nee, Luna Licht ist es ja jetzt. Aber hey, es ist eine super einfache Instanz. Ich mache das jetzt auch einfach ganz entspannt. Ich zeige euch gleich nochmal einen Trick, wie ihr ein bisschen das einfacher habt beim Endboss. Zieht ihr PvE-Gear an, es ist unglaublich, wie wenig Schaden ihr kassiert von den Mobs. Das Einzige, was euch noch zentral Schaden macht, sind spezielle Skills, die es bei manchen Mobs gibt. Der Rest ist es vollkommen egal. Sobald ihr nur ein bisschen Gear habt, kriegt ihr hier kein Damage. Echt, echt. Selbst bei Uralt haltet ihr schon sehr, sehr gut hier drin aus, weil es so enormes runterskaliert ist. Wir haben ja momentan keine Transfer an. Ich kann aber eine Transfer anklicken. Das hilft mir vor allem bei der Animationsgeschwindigkeit von einigen Sachen. Wenn ihr Painter seid, zieht eure Waffe auf jeden Fall an. Ich meine, ihr solltet dann keine einzige Animation haben. Es ist als Painter an vielen, vielen Instanzen, wo man nicht man selbst ist, echt einfach. Diese Instanz ist halt auch schon wirklich uralt. Ich glaube, seit das erste Video, wo ich das erwähne, ist von 5.1. Und das ist Ende 2016, das Video. Und wollen wir mal ehrlich sein, weder die Belohnungen. Okay, abgesehen, dass es jetzt andere. Vorher waren es normale VZs und nein, das Tor ist bei mir nicht da. Vorher waren es normale VZs und jetzt sind es keine normalen VZs, sondern halt diese speziellen, die wir jetzt haben für PvP, ja. Die wurden halt durchgetauscht, das wurde über die Zeit angepasst, sind keine Almighties mehr, wenn man mal über manche Zeiten redet. Aber bis auf diese Änderung hat sich nichts getan und dieser Bug, dass hin und wieder das Tor nicht existiert. Beziehungsweise es existiert sehr wohl, nur ich kann es nicht sehen. Der ist halt immer noch da. Und der ist durchaus ein bisschen lästig, wenn ihr hier versucht, einen S-Run zu machen. Ja. Vor allem, wenn ihr hier nur reingeht, am Ende ist eine Box. Und da kriegt ihr das Item her, was ihr 7 Mal haben müsst für den Schlüssel, damit ihr den Stigma-VZ kriegt. Wenn ihr nur dafür reingeht, reicht das auch absolut, wenn ihr AFK geht. Aber AFK dauert das hier durchaus 20 bis 30 Minuten. Und wenn ihr aktiv seid, 10. Ihr müsst euch halt überlegen, ob ihr 12 Chars, also 6 Stunden inaktiv sein wollt in der Woche. Oder ob ihr stattdessen eben die durchzieht und 2 Stunden dafür braucht. Wenn ihr es überhaupt auf allen Chars machen wollt. Es gibt natürlich auch viele, die hier Multi-Account-mäßig einfach nur einen zweiten Account durchlaufen haben, wo die ganze Zeit irgendwer gerade Luna Weekly ist. Und sich über diese Art und Weise sehr, sehr hohe Stigmen. Ja, Multi-Account-mäßig unterstützend sich holen. Ich will es jetzt nicht negativ schreiben. Ich meine, letztendlich ist die Person immer noch aktiv. Und sie zahlt ein Goldpaket, um die Stigmen zu handeln.
Auf der anderen Seite, ihr könnt auch mit diesen unhandelbaren Sigma-VZs grundsätzlicherweise China machen, wenn ihr jemanden findet, der euch dafür bezahlt. Wir müssen jetzt hier den Kanonier machen, der steht hier in der zweiten Reihe, der da. Damit diese Kanone meine Kanone ist. Scheiße. Ach nee, doch nicht. Ich dachte gerade, ich hätte die äußeren Kanonen geaddet, deswegen musste ich auch die ganze Zeit warten, bis meine Mobs hier vorne sind. Wenn ich nämlich hier als erstes adde, dann rotzen mich diese Kanonen hier weg. Hast du noch genug Leben? Ja, locker. So, endlich kann ich den Skill nutzen. Eigentlich hätte ich auf den warten müssen, aber egal. Jetzt despawnt die mittlere Kanone und wird zu einer Kanone von mir und geht auf das Tor, was ich leider nicht sehen kann. Hier ist ein Tor, ja. Ich kann auch, wenn ich mich hier ranstelle und AOEs mache, treffe ich auch das Tor. Aber das ist jetzt echt ungünstig. Na egal, wird schon irgendwie passen. Wenn das Tor despawnt, despawnen auch die zwei Kanonen außen. Aber ich kann halt gerade nicht wirklich aktiv beim Besiegen des Tores helfen. Vor allem, weil ich auch nicht weiß, wie viel TP dieses Tor hat. Weil es für mich nicht existent ist. Ich liebe sowas. Bugs, immer wieder schön. Vor allem, dass der jetzt echt schon seit 3 Jahren existiert. Ich habe den damals schon mal reported gehabt sogar. Naja gut, das ist NCSoft, die halt niemals so etwas fixen. Ja. Aber ihr fragt euch, wieso andere höhere Stigma haben als ihr? Naja, weil die aktiv so etwas machen, weil die Ohr mal gemacht haben, okay. Die lassen halt so etwas nicht dann, Scheiße, mir ist das Ding. Ah, nee, okay, ich dachte gerade, mir sei die Kanone weggestorben. Aber nein, alles gut. So, jetzt ist es wichtig, dass wir auf mehr als 15 Meter Distanz bleiben und nicht mit der ersten Welle reinlaufen, denn die werden gleich rangezogen. So, jetzt dürfen wir rangehen. Wir müssen auf 15 Metern stehen. Nicht 15 Meter, halt hier so. Aber wir dürfen halt nicht ranlaufen. Wenn wir das machen, dann spawnen keine Kanonen, Bomben, wie auch immer. Die, womit ihr dann den blauen und den gelben Fuse anklicken müsst und was es super lästig macht, weil sie euch stunnen. Die spawnen nicht. Und das muss ich jetzt durchhalten. Durchhalten in Anführungszeichen ist ja super easy. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der zweite Boss spawnt, der endgültige Boss. Die Kreaturen sind auch mittlerweile voll egal, weil ihr halt wirklich keinen Schaden kriegt. Und zur Not geht ihr halt, nutzt ihr den Heal und geht damit auch in Hide. Wir können sie jetzt einmal ein bisschen rüberziehen. So, und dann wieder uns hier hinstellen und einmal die AOE hier hinsetzen. Das reicht aber dann auch absolut aus. So, AOE. Busch. Ich mir überlege, dass ich das auch grundsätzlich nicht mache, weil ich da echt keine Lust drauf habe. Man vergisst so etwas sehr schnell. Auch, dass es China bringt. Ich mache auch nicht mit jedem Schar immer Luna. Würde ich es aber machen, müsste ich zum Beispiel weniger für Transformationsrollen ausgeben. Ich würde von Zeit zu Zeit Stigma-VZ ja auch. Ich würde aber auch von Zeit zu Zeit VZs kriegen und. Ich meine, bei so etwas macht es dann einfach die Masse. Jetzt die spawnt gleich hier unser Freund. Können uns mal zwischenzeitlich ein bisschen hoch healen. Was auch gleichzeitig ein Hide ist, ne? Also. Bis auf dass die Kanonen denen das voll egal ist, wenn ein Hide gehst, hier endlich weiter. Jetzt müssen wir ein Stück Abstand nehmen. Der zieht nämlich gleich ran. Und nach dem Pull dürfen wir an den Boss. Jetzt lösen wir keine von den Kanonen mehr aus, von denen, die außen sind. Können also aktiv an den Boss ran und ihn kaputt machen. Und halt auch unsere eine AOE nochmal zusätzlich treffen lassen. Ich hasse diese Kinasada. Und meine Blockliste ist schon so gut wie voll. Muss ich bald wieder leer machen. So. Jetzt wurden wir natürlich nochmal rangezogen. Ist natürlich lästig. Die brauchen wir ein bisschen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ihr drinnen nicht irgendwie AFK geht oder es ist wichtig, den Kanonier zu töten und nicht irgendwas anderes dort am Tor zu machen. Gezieltes Vorgehen hier. Und immer die dicksten Mobs ins Target zu nehmen. Ich meine, ich könnte jetzt hier auch rumlaufen und alle anderen Mobs kaputt machen. Aber dafür
würde der Boss ja nicht weiter runtergehen und die Mobs spawnen immer wieder neu. Kannst du bitte mal kaputt gehen? Dann könnte es auch noch passieren, dass ihr wie ich gerade eben diesen ungünstigen Bug habt, wo das Tor nicht existiert. Dass ihr es auch nicht angreifen könnt. Und ja, das war keine Einstellung, die ich vorgenommen habe. Es gibt eine Einstellung, dass man nicht das Target vom Target sehen kann. Ja, aber ich habe das Tor selber nicht gesehen. Das ist wirklich... Es ist ein seltener Bug, das kann auch schon mal außerhalb passieren. Es ist nun mal super lästig, wenn es passiert. Theoretisch würde es mit einem Relock funktionieren. Oder sollte, im Regelfall funktioniert es dann wieder. Dass man dann das Tor wieder sieht. Aber der Relock selber kostet ja auch 20 Sekunden. Oh, wie viel? Ne, ich glaube sogar 30. 10 Sekunden zum Ausdocken, 20 zum wieder einlocken, ne? Also von daher sollte man dann lieber einfach sagen, gut, tau ich halt das Tor einfach so runter. Dauert ein kleines bisschen länger, aber ist auch nicht so dramatisch. Theoretisch diese roten Kreise auf dem Boden, wenn die explodieren, machen sie euch Schaden, aber das hier ist nicht anspruchsvoll. Wir haben jetzt hier überall noch EP-Bubble, die so ein kleines bisschen EP geben. Ist ganz lustig, kann man nebenbei machen. Ich meine, wir haben ja alle diese Comet Experience-Dinger, die man auflösen kann, die wichtig sind, um Sachen zu rerollen. Keine Ahnung, ich habe noch nicht ganz alles. So, wir müssen jetzt hier immer kurz alle Mobs machen, sonst können wir nämlich gleich nicht looten. Im Gegensatz zur damaligen Kubus-Instanz, die spawnen die hier nicht. Ich mach mal eben kurz meine EP einmal ein bisschen weiter weg. So. Dadurch, dass wir gerade die Instanz abgeschossen haben, können wir hier rechts die Kiste looten. Die anderen sind immer irgendwelche Quests, blablabla. Wenn wir 7 Stück haben, können wir rausporten zu Ellie, sagen, hey, wir haben 7 Stück und kriegen von deren Schlüssel und können auch wieder reinporten, ne, re-entern. Ich habe den Schlüssel schon. Tada, da ist die Mechanic Special Gold Chest, die eine Zeit lang verbuggt war, die gar nichts gegeben hatte. Und hier haben wir Bünde mit Stigma Enchantment Steinen und genau dafür sind wir reingegangen. Das ist nämlich jetzt ein ganz stinknormaler Stigma VZ, wohlgemerkt unhandelbar, den wir anwenden können auf irgendeins unserer Stigmen und es damit hochplussen können, wenn wir das wollen. Können wir mal schauen, was wir aus der Box gekriegt haben. Ja gut, wir haben jetzt hier uralte PvP-Steine, ein paar Transformationsrollen. Ich meine, das ist voll okay. Es ist zusätzlich und es war jetzt definitiv nicht anstrengend. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, wenn ihr hier reingeht. Ich hoffe, ihr habt nicht den Bug. Das war jetzt echt ungünstig. Und würde sagen, bis denn.